Herzlich willkommen im Krieg, der sich niemals verändern wird, bei Fallout 4. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und wir sind hier noch auf der Nathan Farm, wo wir gestern die Mission angenommen haben, um denen hier zu helfen. Was wir auch machen werden, allerdings habe ich gesehen, dafür müssen wir ganz, ganz weit in die Richtung da. Ich kann es euch ganz kurz einmal auf der Karte gucken, wenn wir mal eben gemeinsam. Dahin, also da hatten wir ja schon... Ten Pines Bluff waren wir ja schon. Und das liegt genau dazwischen. Dick nicht Ausgrabung. Genau, da waren wir auch. Da waren wir auch schon überall. Also rein theoretisch könnten wir da flott rüberreisen. Aber erst würde ich mir noch das Haus da angucken. Damit wir das auch abgehakt haben hier von der Liste und auch als weiteren Schnellreisepunkt haben. Ah, das ist wieder so ein Dingsreh. So, ich habe nebenbei nochmal einen Red Array genommen. Komische Red-Hirschkuh. Oh, den linken Kopf haben wir nicht getroffen. Gut, schade. Hau ab, Hirschkuh. Die blöde Kuh. Noch mal ein paar Blümchen. Das soll irgendwo ein Haus jetzt sein. Na, da. Geh weg. Boom, da platzt der gute Ghoul. Aua. Nachladen, nachladen, nachladen. Das klang nicht sehr gut, doch nicht. Autschie. Ja, ich glaube, wir nehmen auch mal ein Stimpack. Goldruhe, Kronkorken, Klebeband. Hab gerade noch was gehört. Kronkorken, Superkleber. Und da habe ich leider nicht gesehen, wie diese Hütte hier heißt. Schade, Gartenstube. Ah! Gut. Puh. Kopftreffer ist jetzt nicht so unsere Spezialität, habe ich das Gefühl. Ah, Jet. Das sieht immer aus wie Dings Asthma Spray. Wurzellager. Patronen, Glas, Zeug, Laborstation. Kochplatte. Und pass mal auf. Bin mal gespannt, was uns jetzt hier im Untergrund erwartet. Entschuldigung. Eine Waffenwerkbank. Können wir da irgendwas Tolles für unsere Pistole herstellen? Aluminium, ach, wir haben alles nicht hier. Nukleares Material. Okay. Voraussetzungen erfülle ich nicht. Und Schrauben habe ich offensichtlich auch keine, okay. Das ist aber cool, wie dann noch die ganzen Geräte an dem Ding angehen. Redex.
Okay. Wayne Gorski. Wer zur Hölle ist Wayne Gorski? Könnt ihr mich darüber aufklären? Irgendwas sagt mir der Name. Wayne Gorski. Oh. Ausgezeichnet. Ödlands Überlebensführer. Du hast eine Ausgabe des Ödlands Überlebensführers gefunden. Diamond City ist jetzt dauerhaft auf deiner Karte markiert. Schön. Guide to Diamond City. Persönliches Terminal. Mal schauen, ob wir das geknackt kriegen. Aber ich vermute mal schon. Jump nicht. Take hat auch kein. Found. Cool. Jo. Abschiedserklärung. Das soll mein erster und einziger Eintrag sein. Bla 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 bla. Oh, Quantum Cola. Mini-Atombombe, Hemisphärenkern. Mini-Atombombe, Sprengkapsel. Aufsatz, Wecker. Terpentin. Ah, hier ist der Fuß. Das ist der Stabilisator. Na, wir sollten hier raus, das ist ein bisschen eklig. Allein hier Strahlung die ganze Zeit, das muss nicht sein. Das hatten wir offen und hier Benzinkanister. Kann nicht schaden, wenn wir den mitnehmen. So, müssen uns aber trotzdem mal wieder so ein bisschen Weatherway reindrücken, damit wir ein bisschen von der Strahlung runterkommen. So, da vorne haben wir noch ein Gebäude. Ja, jetzt sehe ich es auch. Das hier sieht aus wie wandernde Händler. Wir hatten eine Abmachung, Trudy. Her mit der Ware. Du schuldest uns was. Von mir kriegt ihr giftverkaufenden Campstealer gar nichts. Wisst ihr, was dieser Dreck aus meinem Sohn gemacht hat? Hey, hey, immer mit der Ruhe, Waldbürschchen. Das geht dich nichts an. Wolfgang und Simone. Dormlein Diner. Alles okay, Wuffi. Entschuldigung? Wir haben geschlossen, Vault-Bewohner. Bedank dich bei dem Giftverkäufer da draußen. Kann ich dir irgendwie helfen? Warum? Kann man dich anheuern? 100 Kronkorken, wenn du Wolfgang den Kopf wegpustest. Und warum sollte ich dir helfen? Es sieht vielleicht nicht danach aus, aber hier kommen Karawanen durch. Ich habe Vorräte. Hilf mir, dann kann ich dir verkaufen, was du haben willst. Okay, Trudy. Ich räume ihn aus dem Weg. Danke. Ich gebe dir von hier aus Unterstützung. Schnapp ihn dir. Stirb, Wolfgang! So, wo ist Simone jetzt hin? So. Lederkombi, nö. Aber das, eigentlich können wir das Gewehr noch mitnehmen und verkaufen dann. Und jetzt geht uns so langsam die Munition aus. So, jetzt müssen wir noch Wolfgang hier. Kronkorken, Impro, Revolverpistole. So, tut mir ja leid, dass du. Aber. Tja. Hallo. Kann's kaum erwarten, bis die Krähen den Mistkerl fressen. Hier, für dich. Wenn du handeln möchtest. Mein Laden hat geöffnet.
du jetzt alleine klar? Ja. Es wird dauern, bis mein Sohn von den Camps runter ist, aber wir schaffen das. So wie immer. Kommen wir zum geschäftlichen Teil. Brauchst du was für unterwegs? Klar. Ich schau mal, was du hast. Das ist jeden einzelnen Kronkorken wert. Ja, guck nicht so grimmig. Ich habe gerade das scheiß Leben gerettet. Cydia Buttercup Hinterbein. Ah, Federstahl. Hochleistungsmagnet. Nukleares Material. Oh, Kochplatte. Da kriegen wir Schallkreise draus, sehr gut. Genauso wie aus den Telefonen. Dann können wir ihr nochmal ein bisschen was an unserem Zeug verkaufen. Mein Diverses, mein Schrott, meine Hilfsmittel, meine Kleidung. Ah. Nein. So, wo sind jetzt die Sachen? Da. Das wollte ich behalten und das auch. Waffen. Kronkorkenmine. Großes Magazin, Repro, Impro-Gewehr. Ja, weg damit. Lasermuskete behalten wir. Und den Rest auch. Und wie geht's dir da hinten? Hi. Ich nehme nie wieder Ted. Ich schwör's. Ja, ist doch ein Süßhund. Was wir hier nicht alles entdecken auf dem Weg quer durchs Ödland. So, da an der Werbetafel waren wir offensichtlich schon. Dann wollen wir jetzt da hoch. Ich sehe gerade auf der Karte, das ist diese Ausgrabungsstätte, wo sie das Gestein abgebaut haben, wo wir hin müssen. Moment, wir haben noch ein... Metallrüstung, rechter Arm. Na toll, wir haben für alles nicht mehr so richtig gut Munition. Vielleicht für irgendeine von diesen Impro-Waffen? Impro, Repeatergewehr. Na, das sieht ja aus. Ich hoffe, damit können wir irgendwas an. Nicht ins Wasser laufen, Wasser ist verstrahlt. Ich hoffe, damit können wir irgendwas anrichten. Schirmkiste. Tada! Cool. Waffenpsychos. Zuckerbomben. Werkzeugkoffer. Das wär's. Schrotpatronen.
Und Stimpak, sehr schön. Leere Spinde. Huch, wer bist du denn? Bleib weg, wenn du nicht mit anpacken willst. Willst du dir was verdienen? Ich könnte Hilfe brauchen, wenn du mit dem Glotzen fertig bist. Hilfe? Bei was genau? Ich versuche, die alte Wasserpumpe zu reparieren. Dann müsste es reichlich Schrott geben, wenn ich alles trockenlegen kann. Wobei brauchst du denn Hilfe? Ach, die Pumpe ist nicht im besten Zustand. Müsste aber starten. Durch einige Lecks wird hier alles überflutet. Kannst du es reparieren? Die Lecks sind unter Wasser. Halt nach Blasen Ausschau, um sie zu finden. Okay. Verdammt nochmal, ja. Tabu-Tattoos. Eine Ausgabe gefunden, du hast eine Gesichtstätowierung freigeschaltet. Okay. Jetkleber und Schere, da unten liegt noch ein Stimpak rum. Eigentlich hätten wir mal gucken können, ob wir der Frau die Dings verkaufen können. Ah, da sind Luftbläschen. Das verseuchte Zeug trinken wir doch nicht. So, Nummer 2 ist gedreht. Da sind noch mehr Bläschen. Ich komme, Bläschen. Da unten. Oh, das war einfach. So, und da vorne kommen wir aus dieser ekligen Brühe hier wieder raus. Brennt uns ja alles von Haut und Knochen. Brennt uns ja alles von den Knochen, wollte ich eigentlich sagen. Hey, Doggy. Wo ist denn der Mann, der hier nach Hilfe gefragt hat? Okay. Wo ist denn der Typ hin? Ach da. Ein Generator. Pumpendings. Hör mir zu. Hey. Entschuldigung. Ja, genau. Ich überlasse dir die Ehre. Drück den Schalter an der Pumpe. Habe ich das nicht schon eben? Ach da. Hör genau hin. Warte mal, hast du das gehört? Scheiße! Ah, was ist das? Er sagt ein Panzer. Er soll weggehen. Gottverdammte Scheiße. Stirb, Mann. Was bist du? Geh weg. Ah. Das
voll hässlich. Kackvieh. Wenn ich diesen Zulauf schließe, kriege ich vielleicht genug Druck. Hallo. Meyerlurks. Ist wohl keine Überraschung, dass Sie jetzt wild geworden sind. Naja, ich muss an dem Ding noch weiter basteln. Dürfte aber jetzt nicht mehr allzu schwierig sein. Danke fürs Anpacken. Hier, nimm das, bevor du gehst. Das war's? Ja, vielleicht, wenn man wiederkommt, ist das Ding leer gepumpt. Das wäre ja was. So, und wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, haben wir es nicht an unser Ziel geschafft und sind am Ende der heutigen Episode von Fallout 4. Ich hoffe, es hat euch heute gefallen und unterhalten. Ich würde mich freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen würden. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und haut rein. Ciao.